Herr Präsident, meine Damen und Herren! Es wird nicht verwundern, auch wir lehnen die Dringlichkeit dieses Gesetzentwurfs ab. Seien Sie doch ehrlich, es geht Ihnen doch gar nicht um ein Wir. Es geht Ihnen darum, Ihre Mehrheiten hier durchzusetzen. Es geht Ihnen darum, Ihre Machtposition hier deutlich zu machen. Das ist das, was Sie mit diesem Antrag hier dokumentieren. Und anstatt tatsächlich in so einer Krise jetzt auf die Opposition zuzugehen, gemeinsam Gespräche zu suchen, sich an die Arbeit zu machen und endlich dafür zu sorgen, dass das Geld auch da ankommt, wo es hingehört, setzen Sie auf eine ganz andere Taktik. Sie setzen darauf, zu sagen, wir haben die Mehrheit. Sie machen hier eine Bastardpolitik mit diesem Antrag, und das werden wir Ihnen so nicht durchgehen lassen. Meine Damen und Herren, aber inhaltlich, was machen Sie denn hier? Es ist doch nichts anderes als ein Offenbarungseid, dass die Schuldenbremse, die letztendlich ja haben. Es ist ein Investitionshemmnis. Es lässt uns nicht reagieren auf eine aktuelle Situation. Diese Schuldenbremse, die wir von Anfang an abgelehnt haben, erweist sich jetzt als ein ganz, ganz großes Hemmnis. Jetzt werden Sie vielleicht zu Recht fragen, warum wir dann an dieser Stelle nicht mit Ihnen stimmen. Es geht nicht darum, Sie jetzt einmalig auszusetzen. Wir verfolgen nach wie vor die Position zu sagen, diese Schuldenbremse gehört gestrichen aus der Hessischen Verfassung. Sie muss raus, weil nur so wird es möglich sein, in Krisensituationen wie diesen tatsächlich auch entsprechend reagieren zu können. Meine Damen und Herren, dass jetzt ausgerechnet die schwarz-grüne Regierungsmehrheit diese Schuldenbremse aussetzen will, das zeigt doch oder das lässt uns ja erahnen, wie unerwartet flexibel Sie in ideologischen Dingen sind. Wenn es Ihnen an der Stelle passt, dann verändern Sie das Gesetz, dann sagen Sie, wir pfeifen auf eine Zweidrittelmehrheit, die Sie vorher reingeschrieben haben, um Ihren Haushalt an dieser Stelle durchzubringen, um nicht in die inhaltliche Diskussion mit uns einsteigen zu müssen. Und das lehnen wir ganz entschieden ab. Stattdessen können wir hier an dieser Stelle nur eines machen. Wir können Sie auffordern, kehren Sie endlich zu einer vernünftigen Sacharbeit zurück. Legen Sie einen vernünftigen Haushalt vor. An der Stelle werden wir mit Sicherheit auch mitwirken. Aber wir wissen natürlich auch, warum Sie mit uns an dieser Stelle nicht gesprochen haben. Wir sagen nämlich, es muss jetzt in die Kommunen investiert werden, es muss jetzt in Wohnraum investiert werden, es muss in die Verkehrs- und Energiewende investiert werden. Und das muss einigermaßen vernünftig durchfinanziert sein und nicht mit einem Schattenhaushalt, den Sie an dieser Stelle aufbauen wollen. Das ist das, wo Sie sagen, wir möchten die nächsten drei Jahre am besten gar nichts mehr von der Opposition hören. Und deshalb werden wir diesen Antrag auf jeden Fall ablehnen. Wir sind der Meinung, die soziale Sicherheit der Menschen muss in den Mittelpunkt gestellt werden. Und dieser Aufgabe werden Sie nicht gerecht. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Felstehausen. Ich sehe keine weiteren Wortmeldungen mehr zur Geschäftsordnung. Es ist jetzt folgendermaßen. Ich habe die Frage gestellt,